Moin bei kugelbahn.de und dem 17. Adventskalendertürchen. Heute gibt es wieder ein Rennen der Marvel Racing League. Allerdings kein Hindernisrennen, wo nur eine Runde gefahren wird, sondern 6 Runden. Im Einsatz sind 2 Aufzüge dafür und ihr kennt diese Art der Rennen ja bereits. Mit dabei sind natürlich wieder die altbekannten Kollegen Blue Shift, Green Power, Black Knight. Der Silver Senior ist auch wieder dabei und natürlich nicht fehlen darf Red Dead und das ewige Schlusslicht Unicorn. Die Startreihenfolge der Teilnehmer wird per Zufall ermittelt. Red Dead vor Unicorn, vor Green Power, vor Blue Shift, vor Black Knight und Silver Senior. Die Kugeln sind im Lift. Wir starten mit Runde 1. Die Lifte laufen beide und los geht es. Hier startet Red Dead vor Unicorn, vor Green Power, vor Blue Shift, Black Knight und hinten dran ist momentan Silver Senior. Aber das ist ja auch die erste Runde, da entscheidet sich so schnell noch gar nichts. Jetzt kommen die Kugeln alle in den Trichter rein. Hier wird es die ersten Positionskämpfe geben. Green Power musste auf die langsame Spur drüber, genau wie Unicorn und Silver Senior. Und das wechselt dann also schon in Runde 2 und somit führt jetzt das Feld an, immer noch Red Dead. Allerdings hat sich Blue Shift den zweiten Platz ergattert, Green Power auf 3, Black Knight auf 4 hinten dran mit noch einigermaßen Chancen und Unicorn und Silver Senior bilden wie immer das Schlusslicht bei der Marvel Racing League. Die rote flitzt schon wieder in den Trichter rein, gefolgt von der blauen und die rot kommt auch schnell raus, aber blau muss jetzt die langsame Strecke nehmen, während grün dort überholen konnte auf der schnellen Spur und Unicorn hat wirklich irgend so ein Problem mit Trichtern, der hält sich immer sehr lange da drin auf, langt jetzt aber auch in den Aufzug, nein, er bleibt unten am Aufzug liegen und kommt nicht weiter, er hängt also da jetzt mindestens eine Runde lang fest, bis in die nächsten folgenden Kugeln wieder hin. Nein, schaufeln in den Aufzug und somit führt Red Dead vor Green Power, Blue Shift, Silver Senior und Black Knight und Red Dead wird hier ja wohl jetzt den Unicorn in den Aufzug schubsen, so damit er wenigstens das Rennen fortsetzen kann. Das Schlusslicht bildet derzeit Black Knight, der es auch nicht in den Aufzug reinschafft, sondern auch da liegen bleibt, im schlimmsten Fall jetzt auch wie Unicorn eben eine ganze Runde. Der jetzt scheinbar das Feld anführt, ist aber bereits einmal quasi überrundet und wird jetzt von Red Dead in den Aufzug getrieben. Red Dead kommt jetzt quasi als Position 1 aus dem... Oh nein, und Silver Senior hat die Strecke am Trichter verlassen und ist rausgefallen und ist damit auf die letzte Position. Also kann Unicorn ausnahmsweise mal nicht letzter werden, der sich allerdings hier auch von Green Power jetzt hat überholen lassen. Das Feld ist ein bisschen durcheinander gewirbelt jetzt durch den Ausfall von Silver Senior und Black Knight und Unicorn, die da mehr oder weniger überrundet worden sind. Es führt an Blue Shift vor Red Dead und gefolgt von Green Power. Und Black Knight und Unicorn sind jetzt so weit hinterher, dass sie mit dem Ergebnis dieses Rennens nichts mehr zu tun haben werden. Das heißt, hier dreht sich alles nur noch um Blue Shift, Red Dead und Green Power, die jetzt allesamt im Aufzug sind. Blue Shift ist schon durch. Und Green Power setzt sich vor Red Dead und somit geht es in Runde 6 mit der Reihenfolge Blue Shift, Green Power, Red Dead, Black Knight und Unicorn. Und man sieht hier, Blue Shift hat einen enormen Vorsprung, ist jetzt im Lift drin, während die anderen gerade aus dem ersten Trichter hinauskommen und wird sich diesen Vorsprung, wenn nichts Schlimmes mehr passiert, wahrscheinlich auch sichern können und kann jetzt auch die schnelle Spur nehmen und ist damit als erstes im Ziel, gefolgt von, na, das könnte noch mal ein bisschen spannend werden, nein, Green Power hat auch die schnelle Spur und Red Dead kann ebenfalls sich den dritten Platz sichern, Black Knight überrundet und Unicorn ganz zum Schluss, der wirklich enorme Probleme mit Trichtern hat. Ja, meine Damen und Herren, so sehen Sieger aus und so sehen heutige Lösungsbuchstaben aus. Das ist nämlich ein kleines R. Lasst ein Like da, abonniert kugelbahn.de und aktiviert am besten auch das Bimmelbammelglöckchen, denn dann werdet ihr informiert, wenn es hier ein neues Video gibt. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss!